Wir schreiben das Jahr 1698. Georg Böhm, gebürtiger Thüringer und Organist, der lange Zeit in Hamburg gearbeitet hat, wird zum Organisten an St. Johannes in Lüneburg berufen. Er trifft diese Orgel hier in einem relativ desolaten Zustand an. Wir kennen seine Eingaben an den Rat der Stadt bzw. die Kirchengemeinde, in der er die Schäden der Orgel auflistet und gleichzeitig bemerkt, dass diese Orgel doch nun inzwischen sehr unmodern sei, nach immerhin 150 Jahren, und einer dringenden Überholung und Vergrößerung bedarf. Es ist aber im 17. und 18. Jahrhundert nicht anders als heute. Eine Renovierung einer Orgel, eine Vergrößerung braucht viel Geld und das braucht sehr viel Zeit. Es braucht insgesamt 14 Jahre, bis Georg Böhm im Jahre 1712 endlich die Mittel und die Genehmigung erhält, diese Orgel vergrößern, modernisieren und reparieren zu lassen. Den Auftrag bekommt Matthias Dropa, ein Schüler ab Schnittgast, der seine Werkstatt in Lüneburg hat. Und nun wird die Orgel umgebaut zur großen norddeutschen Barockorgel, deren Kennzeichen es ist, dass auf jeder Klaviatur, also den drei Manualen und dem Pedal, sämtliche Klassen, Familien von Registern vorhanden sind. Nämlich prinzipale Mixturen, Flöten, Aliquot-Register und Zungen. So dass ich jetzt vier unabhängige Orgeln habe, die sehr ähnliche klangliche Eigenschaften haben. Die Orgel bekommt jetzt 47 Register, insgesamt etwa 3800 Pfeifen und gehört damit zu den renommiertesten, größten Orgeln im norddeutschen Barock. Zu Pfingsten 1715 wird die Orgel eingeweiht und ich stelle mir immer vor, dass Georg Böhm zur Einweihung sein Präludium in C-Dur spielt, bei dem er alle Möglichkeiten dieser neu gemachten Orgel vorführen kann. Er führt sie nicht nur allein der Gemeinde vor, sondern auch demjenigen, der das ganze Unternehmen bezahlt hat, seinem Sponsor Joachim Panning, damaliger Senator. 2000 Taler hat er es sich kosten lassen und Georg Böhm führt ihm vor, was sein Geld alles bewirkt hat. Natürlich ist die Orgel auch seit 1715 nicht unverändert geblieben, aber sie hat zum Glück keine Kriegsschäden erleiden müssen und nach dem Zweiten Weltkrieg
hat Rudolf von Beckerath mit seiner Orgelbaufirma die Orgel wieder in einen Zustand gebracht, der dem zu Georg Böhms Zeiten sehr nahe kommt. Und so präsentiert sie sich heute in all ihrer klanglichen Pracht und Schönheit.